Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag 16:30 Uhr am 24. September. Wir wollen auf den S&P 500 schauen, den wir uns gestern hier per Short-Terminus schon unter die Lupe nahmen. Wir sehen hier den blauen Tendenzfall und zugegebenermaßen unterhalb hier von 1950, ja, ging es direkt abwärts. Der Widerstand wurde hier mit Bravour bestätigt. Wir schauen uns das nochmal hier im Stundenchart an. Also technisch eine Glanzleistung, sowas will man eigentlich sehen. Letztlich im Anschluss an die Analyse ging es dann eigentlich nur noch bergab. Der Fall jetzt hier sicherlich aufgrund der Asia-Session und des nächtlichen Handels hier in der 24-Stunden-JFD-Indikation sicherlich ein Stück weit zu steil, aber grundsätzlich, wenn man das Ganze jetzt ein Stück an die zeitlichen Verhältnisse anpasst, ja, grandios. Und jetzt haben wir auch wieder ein neues Tief markiert, was natürlich hier unter technischen Gesichtspunkten eine klare Trendbestätigung ist für die ohnehin existierende Abwärtstendenz, die wir eben hier im S&P 500 sehen. Just gab es dann auch heute nochmal hier in der Indikation am Vormittag so ein kleines Revival der Bullen, also zumindest so ein Versuch hier nochmal auf zu erstehen, und da wurde praktisch dieser Abwärtstrend, den wir auch gestern schon im Chart hatten, hier mit dieser schwarzen Kerze, mit dieser Umkehrkerze nochmals bestätigt. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem besten Wege, weiter gen Süden zu driften und die Marke von 1900 Punkten anzuvisieren. Der Handelstag heute ist, weil wir gerade im Stundenchart unterwegs sind, statistisch wohlbemerkt der bullischste. Das dürfte heute wohl nicht mehr hinhauen. Das heißt, die statistischen Werte dürften weiter fallen beim S&P 500. Und ja, der Markt, wie heute Morgen auch schon beim DAX, angezeigt nach dem Motto, ist hier noch weiteres nach oben möglich, weiter schwach, weiter sichtlich schwach, und insofern hier genau der Punkt, wo wir sicherlich am Markt weitere Verluste erwarten dürfen und hier das Ende schon sozusagen noch nicht gefunden scheint. Gehen wir kurz auf den Tagesschart. Den sehen wir hier. Diese bärische Flagge, auch in Perfektion zugegebenermaßen. Hier die Situation der Flagge, die wir auch schon schriftlich und auch per Livestream hier schon häufiger kennzeichneten. Der Verfall nach unten hier ganz ideal typisch im Sinne dieses Erholungsimpulses des vorangegangenen Abwärtsmoves. Dieser wurde hier korrektiv erholt. Jetzt geht es weiter nach unten und das Ziel im Bereich 1902,10, das Tief hier von Anfang September, ist und bleibt jetzt hier erstmal eine Hausnummer, die wir hier definitiv auf der Agenda haben. Von dort ausgehend, liebe Zuschauer, kann es eine technische Reaktion geben. Wohlbemerkt kann es. Das heißt, heute beispielsweise direkt nochmal ein finaler Spike nach unten. Dann morgen hier gegebenenfalls Stabilisierungsversuche, die aber, wenn sie denn überhaupt kommen, ohnehin nicht von größerer Natur sein dürften. Und im Worst Case gibt der Markt sogar direkt weiter runter. Also es bleibt dabei, wenn hier Rebounds erfolgen sollten, dann wären die meines Erachtens zu Shorten bzw. Short-Einladungen, speziell wenn es hier beispielsweise nochmal zum Rücklauf an das Level von 1950 kommen würde. Das ist hier praktisch der kurzfristige Widerstand, den wir auch im Intraday-Chart sehr schön lokalisiert haben schon. Hier ist definitiv das der Fakt, dass wir jetzt hier sogar mit Preisen unter 1900 Punkten rechnen sollten. Nach oben hin haben wir hier über 1981, 82 das Level. Hier sehen wir auch den Stop, den möglichen, den wir hier bei 82 mal gesetzt hätten. Das Ganze könnte man jetzt aggressiver sogar nachziehen hier, nicht direkt auf 1950, aber 1953 dürften es schon sein. Da sollte man sich hier von dem Long-Engagement verabschieden, wenn wir per Tagesschluss definitiv, Intraday muss man sehen, kleine Spikes nach oben sind natürlich immer einzukalkulieren, aber unterhalb dieses Levels ist jetzt auf jeden Fall ein Short zu bevorzugen. Wenn es hier bei 1900, muss nicht genau 1900 sein, kann auch 1910 sein, hier in diesem Bereich nochmal zu einem Rebound kommt, dann würde sich aber auf jeden Fall hier zwischen dieser Zone definitiv unterhalb von 1950 ein Short anbieten. Dann wäre es sogar unabhängig des möglicherweise jetzt laufenden Trades denkbar, dass man dann den Stopp auch ein Stück weit nach oben setzt. Aber aus aktuellem oder vom aktuellen Level ausgehend ist hier 1953 beispielsweise ein gutes Level, um auf weiterfallende Preise bis 1910, 1910 haben wir eh gleich im Sack. Aber im weiteren Verlauf dann hier definitiv das, worauf wir eigentlich schielen, das Niveau vom 24.8. Die Ausverkaufsorgie in diesem Verlauf hier 1834, ganz, ganz interessant. Und da sind wir dann auch
unter Big Picture-Gesichtspunkten beim S&P 500 in einer ja, Situation, die hier dann durchaus stark bewertet werden muss und genau bewertet werden muss. Sie kennen auch den anderen Langfristchart aus dem Big Picture-Analysen vom Taylor Trader, da wo wir praktisch auch hier das Level um 1870 Punkten definiert haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Zone. Wenn wir da nochmal hinlaufen, speziell unterschreiten, dann ist es natürlich so, dass man hier aufpassen muss, da hier dann größeres Ungemach drohen könnte. Das, wie gesagt, mal hier zu den Rahmendaten. 1834, jetzt muss ich mal sehen, das ist die Indikation. Und hier haben wir den Handelsplatz der Deutschen Bank, deswegen die kleine Abweichung, weil hier die Historie länger ist. Soll uns aber nicht weiter stören. 1870 ist ein wichtiges Unterstützungslevel und mit der aktuellen Wochenkerze, die wir hier sehen, deutet alles darauf hin, dass wir eben dieses Niveau auch ansteuern. Und von dort ausgehend, ja, da wird es dann definitiv spannend, ob der Markt hier eine Stabilisierung erfahren kann, wie eben schon mehrfach Oktober 2010, diese Hammerkerze eindrucksvoll, hier eben dann auch zuletzt Ende August. Ob das nochmal glückt, man darf gespannt sein, saisonal ab Mitte August, ja, Mitte Oktober eine technisch bullische Phase. Das muss allerdings nicht der Fall sein, denn wenn das Level aufgegeben werden würde, hätten wir hier auf jeden Fall einen großen Bärenmarkt mit Blick auf die nächsten Monate auf jeden Fall zu erwarten. Also einerseits natürlich eine Katastrophe für viele bullisch eingestellte Marktteilnehmer, die hier oben irgendwie nah an den Allzeithochs eingestiegen sind. Andererseits natürlich auch ein notwendiges Geschehnis, was den Markt hier aufgrund der starken Performance der Vorjahre hier mal wieder ein Stück auf den Boden holt. Wie gesagt, das bleibt mal abzuwarten, was dann hier passiert, aber die Situation sehr, sehr spannend. Im Bereich 1870 kann viel passieren. Wir sind nicht mehr weit weg. Gerade die Wochenschlusspreise werden spannend. Insofern morgen mal aufpassen. Generell könnte ich mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass das Ganze hier sich nach unten auf jeden Fall noch weiter ausbaut und wir sogar die 1850 nochmal unterschreiten. So, dann warten wir ab, was passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen schönen Feierabend. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Handelstag. Der S&P 500, wie gesagt, scheint jetzt so ein Stück weit ausgebombt. Wenn es heute nochmal einen kleinen Sell-off gibt, dann Richtung 1900, 1902, dann müsste sich der Markt beruhigen. Gegebenenfalls morgen dann Rebound nach oben. Auch wenn statistisch hier eine leichte Schwäche zu erwarten ist im Sinne der Wochentagsstatistik, aber mit 48% ist es ja nahezu eine Pattsituation. Gut, ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch was und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.